Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind Folge 37 und wir machen weiter unsere Quest. Und gerade ist einer der Medizinmänner vor uns respawned. Das bietet sich ja quasi an. In der letzten Folge haben wir gerade ganz knapp überlebt. Vielleicht auch wegen unserem neuen Geisterband hier, was ich ganz toll finde. Ja, unser Dean ist immer ganz fleißig. Okay, die Seide würde ich gerne mitnehmen. Ah, schmeißen wir den da raus. Gucken, gucken, gucken. Nehmen wir Helm weg. Stiefel können wir immer noch nicht mitnehmen. Oh. Minus Ausdauer, ich auch noch nicht. Ja, wohl, habe ich schon mal gesehen. So. Gucken. Ich will immer das da wegschmeißen, aber das ist ein Questgegenstand. Das kommt eher uncool. Lohn für ihn will ich auch nicht unbedingt wegschmeißen, auch wenn die nicht mehr so viel bringen. Ach, da muss man das weg. Ah, die muss auch direkt gehen. Und unser treuer Gefährte, der Aufziehroboter, ist immer noch da. Direkt der nächste. Sehr schön. Jetzt kann er zugucken. Er hat bestimmt Schiss. Obwohl hier drin schön trocken, wahrscheinlich ist er da auch nicht rausgekommen. Aber er läuft durch die Wand weg. Oder auch nicht. Jo. Ich würde sagen, der ist weg. Brauchen wir denn von denen? Weiter auf dem Putz hier. Ach, die droppen was, ja? Oh Mann. Das Inventar verstopft mit Schlingen der Unterseiten. Das ist ja Murks. Was haben wir denn? Na, schmeißen wir das weg. Königsblut. Aber dann wenigstens eine schon fertig. Ja, das ist doch schön. Na, ein etwas. Was traue ach hier, die Dschungelarznei. Okay. Okay, verstehe. Ja, der trägt einen ganzen einen Kräuterbeutel dabei. Manchmal fallen mir so tolle Sachen ein hier für die Benennung von den einzelnen Folgen. Aber wenn ich die dann anfange zu rendern und dann irgendwann hochlade, denke ich, verdammt, was hattest du dir überlegt? Ich sollte mir das irgendwann mal aufschreiben. Vielleicht ist das einfacher. Aber gut. Oh, ich sehe gerade, wir sind auch wieder 52% vom Level. Ich habe auch nochmal geguckt für eine wirkliche Levelleiste, habe ich immer noch nichts gefunden, aber das funktioniert ja auch. Ich vertue mich dann zwar schon mal und freue mich, oh, 90% und sehe dann, doch nur der Mana-Balken.
Manchmal finde ich es erstaunlich, wie weit der Jäger doch schießen kann. So, das sind 13. Ich vermisse meinen Mammut, ganz ehrlich. Drauf verkaufen weiter. Doch, das war eine der besten Ideen von WoW. Diese komische Kajak habe ich mir nicht gekauft, obwohl ich es mir eigentlich hätte kaufen können. Hier mit dem Verzauber, nee, nicht Verzauberer, ach, wie heißt denn der Guteste? Nicht, Umschmied-Ding war da mal drauf. Ich glaube, jetzt ist jemand, so ein Transmog-Ding da drauf. Obwohl ich es fast besser noch cooler gefunden hätte, wenn sie jetzt eine leeren Bank drauf gesetzt hätten. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ist. Aber das wäre ja gar keine schlechte Idee. Ne? Da ist man immer die leeren Bank dabei. Oder aber ein Bankmann. Die Bank dabei, das wäre doch super. Jetzt hier die 160 Taschen oder so. Oder 30, 60, 90. Bup, 120 Taschenplätze. Oh, das ist doch. Wenn man ja so viel Material auch bekommt, oder bekam, ne, bekommt, durch die Garnison, das ist ja unglaublich. Und Geld ist ja auch kein Problem mehr. So. Bleiben wir erstmal an der Ecke. Und was ich vermisse, habe ich aber glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ist das Massenlooten. Das fehlt mir richtig. Ja, trinkt mal Mana. Ich da noch was. Lecker Melone. Und diesmal müsste es erreichen. Oh, es sind nur ein paar. Ich glaube 300 oder 400 waren es. Daher machen die 500 ihre Arbeit auch gut. Auch kein Pünktchen mehr. Was nehmen wir denn? Würde ich sagen, das nehmen wir nochmal. Upsala, was ist das? Reitgeschwindigkeit um 4. Trefferwertung eures Tieres um 2. Nehmen wir auch mit auf jeden Fall. Raserei. Ich glaube, wir müssen, wenn wir das haben, sagen wir 24 Punkte, müssten wir aber immer noch irgendwas nehmen. Fokus Regeneration. Oder verbesserte Tierhaltung finde ich auch nicht verkehrt. Ja, das muss ich wahrscheinlich auch noch skillen. Na gut, ich überleg's mir. Bis dahin ist es ja noch ein bisschen schon Zeit. So. Das haben wir fett vorbeigeschossen. Diesmal geht der also hier. Na gut, vielleicht weil mein Pfeil den nur gepult hat, aber dadurch, dass der da reinging. Ich hab's gesehen, ist durch den Boden gefallen. Frage ist, wo ist mein Bett hin? Das ist jetzt too much für mich. Jetzt könnte ich Totstellen gebrauchen. Okay. Mein Bett war weg. Durch den Boden abgehauen. Mein Nerf verfolgt auf jeden Fall seine
Gegner, auch wenn es auf dem Boden ist. Aber ich hätte wenigstens gedacht, dass er wiederkommt. Naja. Ich habe das Gefühl, wir haben schon viel mehr hier Dschungelkämpfer getötet als nur 14. Gefühl waren das bestimmt schon 50. Gerade kommt bei mir, ich glaube, der Eisenabholer. Ich bin jetzt auch schwer enttäuscht von dir. Ich habe aber keine Leiste. Ich versuche auch mal ein paar Freunde von mir zu motivieren, hier mitzuspielen, aber meistens sagen die dann, wir hatten ja so viel erreicht in dem anderen Spiel, in dem auf den Live-Servern, weil die spielen auch nicht mehr auf den Live-Servern. Einerseits, weil es denen zu blöd geworden ist, weil es halt, ist es zwar immer dasselbe, aber da ist es noch eintöniger, sagen sie. Und es werden halt immer weniger Leute, beziehungsweise es hören immer mehr Menschen auf zu spielen. Das ist auch das, was ich doof finde. Aber hatte ich ja letztens schon mal erzählt. Die dann einfach aufhören und weg sind und auch sich nicht mehr melden oder so, obwohl man jahrelang zusammen quasi was gemacht hat. Das, wie gesagt, fand ich immer schon traurig, aber gut. So, jetzt könnten wir auch mal die andere Quest abschließen. Wahrscheinlich haben die jetzt beide 5 Stück oder so dabei. Ist ja meistens so bei WoW. Das ist ja meistens so bei WoW. Na gut. Wir kennen es, wir lieben es, wir hassen es. Naja, das ist jetzt nicht das, was ich mir versprochen hatte davon, aber gut. So, ich hoffe, der fällt jetzt nicht durch den Boden. Aber genau, nimm alle mit, nimm alle mit. Ja, das könnte wieder so eine knappe Situation werden wie eben. Obwohl die jetzt nicht so knapp aussieht wie eben, ne? So. Och. Okay. So. Schnell futtern geben, ein bisschen heilen. Wir schnell futtern. So, damit wir die nächste Population von, was, wie heißen die? Medizinmännern und Dschungelkämpfern ausrotten können. Weil die sind ja hier immer stark vertreten. Da. So, da müsste aber jetzt endlich mal unser, upsa, unser Dschungelarznei dabei haben. So,
Auch nicht. Mist. Manchmal finde ich das schwierig, durch den Regen irgendwie zu gucken, ja. Gut. Gehen wir mal zu der Hütte. Ich wollte Höhle sagen. In die Höhle müssen wir auch wieder irgendwann. So, jetzt läufst du aber rein. Das war keine gute Idee. Ach Mann, das gibt es doch nicht. Gucken, was wir weg tun könnten. Eigentlich nur das. Ja, eigentlich nichts wirklich. Doof, doof, doof. Wahrscheinlich ist das so. Jawohl, endlich. Jetzt würde ich sagen, nichts weg. Dann schmeißen wir das weg. Intelligenz nehmen wir mit. Melone schmeißen wir weg. Tut mir leid, mein Freund. Weil der Stärke nehmen wir mit. Weil das ist gar nicht verkehrt. Wenn wir nämlich in den nächsten Lagern hier sind. Nee, den versteckten Schlüssel gebe ich jetzt nicht ab. Ich hab's ein Ei gelegt. Hui, okay. Lustigerweise mit dem Nachtelfen-Modus, wollte ich gerade sagen, mit dem Todesding. Mit tot sind, kann man schneller und höher hinauslaufen, habe ich das Gefühl. Schnell weg. Wo ist der Anfangspanther? Ja, aber wenn wir Glück haben. Ja. Sehr gut. So, Sammy ist, Dean ist auch wieder da. Mann, Mann, Mann. Hier erlebt man Sachen. So, da haben wir direkt eine Quest freigeschaltet. Durch den Levelaufstieg. Und eine zum Abgeben. Und hinten müssten wir auch noch eine zum Abgeben haben. Ja, das können wir wahrscheinlich nicht annehmen, weil wir es verkaufen müssen. So. Ja, jetzt habe ich aber nichts zu verkaufen eigentlich. Ich könnte ja nicht nur was wegschmeißen. Eigentlich wollte ich die Mats haben davon. Hier ist kein Briefkasten. Ach, ich schmeiß. Oh, nee, die Winterkeule, nicht. Schmeißen wir das einfach weg. Halt, verkaufen wir das. Das macht mehr Sinn. Was nehmen wir denn? Das ist Einhandschrott. Ah, das ist eigentlich auch Schrott. Nehmen wir das, das bringt mir Kohle. So. Das Rebellenlager reisen. Da müssen wir nämlich wieder hin. Ah, Spezial. Katzkatzen. Nicht Katzkatzen. Ah, hier unten die. Oder? Ja. So. Das können wir verkloppen. Okay, mehr haben wir nicht zum Kloppen. Dann gucken wir mal. Der Apfel ist besser. Ein Freund.
der hat doch gar kein Fleisch jetzt, ne? Lagerhändler. Hier Kochkunst. Bisschen mit, kann man damit essen. Da. Mal sehen, obwohl können wir eigentlich noch einen kaufen. Dann haben wir nämlich die zwei Stacks voll. Sehr gut, dann gehen wir noch ein paar Dschungelquests hier. Dschungel. Nein. Eine Hügelquest ab. So. Und wir können direkt mal ein zweiter skillen. Theoretisch müssten wir jetzt 20 Punkte bekommen. Theoretisch. Ja, 21 sogar. Nicht schlecht. Das Tolle ist, das wächst ja dann prozentual. Wetter hat immer noch fallen. Erstmal die Mensch. Heute habe ich aber mit den Sprachfehlern. Hier haben wir erstmal die Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Die Kapitel ab. Ein Kapitel ab. Dann haben wir nämlich ein bisschen Platz. So. Ach, wenn ich es gut vorher geguckt hätte. Ich hätte nämlich gedacht, es ist Rudel. Ach, verdammt, egal. Dann hätten wir jetzt auch ein bisschen mehr Geld. Und vielleicht Totstellen gehabt. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, hier hat man auch viele, oder hier habe ich auch viele Blümchen gesammelt. Schon fast geplatzt. Was geht euch durch den Nein, Kopf? das war falsch. Oh, ich glaub's nicht. In der Tat ist voll. Wer hätte das gedacht? Mögen eure Reisen sicher sein. Machen wir das so. Was kann ich für euch tun? Ja, dann können wir das Ding einfach zurückkaufen. Klug gelöst. Klug gelöst. Sehr schön, was fehlt uns denn noch da bei den Kapiteln? Zwei Seiten. Zwei Seiten. Zwei Seiten. Sprich, sechs Seiten. So. Ich würde sagen, ich porte mich mal nach Sturmwind. Mach mal die Taschen leer. Wenn wir das getan haben, beenden wir mal die Folge. Sind wir nämlich auch erstmal wieder in sicheren Gefilden. Weil der kleine Flug geht ja noch. So. Schwuppdiwupp. Deshalb ist von den Festtagen haben wir Schneebälle bekommen. So. Seid ihr das? Das behalten wir, das auch. Und tschüss. So. Da müsste ich zwar nachher wieder zurück. Aber wir werden bestimmt öfters noch hin und her reisen müssen. Würde ich die Seiten, die fertige schon. Oh, die fertige schon mal da reinstopfen. Mensch. Genau wie die, dann haben wir die nämlich erstmal aus den Taschen, weil das ist ja teilweise echt unmenschlich. So, das sieht doch schon mal besser aus. Das auch da reinstopfen, schwuppwupp. Das auch, dann haben wir nämlich wieder 16 Platz frei. Ist doch schön. Obwohl, ich glaube, den Bogen können wir. Obwohl, meiner hat auch keine Stats. Dann können wir den auch irgendwann jetzt nächstes Level benutzen. Das ist egal. Oh! Sehr schön. Mein Umhang hier. Schwupp.
wahrscheinlich finde ich den jetzt auch noch. Ich glaube, ich habe den insgesamt dreimal oder viermal gefunden. Da war im Schlingendorntal. Mit meinem Schaman. Da, wo ich noch gedacht, ja, ich hatte noch gedacht, mit dem Schamanen braucht man Beweglichkeit, dass das Angriffskraft macht. Aber im Burning Crusade war es so, dass Beweglichkeit keine Angriffskraft macht, sondern nur kritische Trefferwerte. Hier müsste der Schamane auch stärker haben. Wusste ich auch nicht. Aber gut, jetzt weiß ich es. So, gut. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt noch weiter ins Reden komme, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst doch bitte ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.